Hallo und herzlich willkommen zu diesem Unboxing der neuen Variante. Und zwar habe ich heute wieder eine Firma, die ich euch vorstellen möchte. Ich habe mir deren Homepage sehr genau angeguckt, habe mir die Bilder und Produkte angeschaut und denke, dass das auch was für euch sein könnte. Ich werde euch den Namen der Firma hier oben eingeblendet lassen. Ich werde den Link hier unter dem Video verlinken. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, schaut euch doch mal die Homepage an. Ich kannte sie vorher nicht. Ich habe sie jetzt erst durch Instagram kennengelernt und bin sehr froh darüber. Ich finde die Homepage sehr, sehr gelungen. Wir haben jetzt allererstes dieses Notizbuch. Und ihr seht richtig, es ist Ariel. Ariel. Ihr wisst ja, wie ich zu Ariel stehe. Ja? Das war früher mit Cinderella, also Aschenbrödel, mein Lieblings-Disney-Film. Und als ich dieses Notizbuch gesehen habe, habe ich mir gedacht, komm, das holst du dir. Definitiv. Wir gucken jetzt mal rein, was da für schöne Steinchen dabei sind. Toolkit, klar, ne? Starter-Toolkit. Sieht immer so aus. Grünes Schiffchen, rosa Stift und Wachs. Bei dem Wachs, wenn ihr das noch nie gemacht habt, bei dem Wachs müsst ihr die Folie abziehen, tunkt den Stift da rein und dreht ihn und dann habt ihr das Wachs im Stift drin. Nicht wundern, ich habe mich heute geschnitten. Ja. Ich und scharfe Gegenstände. Keine gute Idee. Holen wir mal das Buch hier raus. Was ich ja echt toll finde, ist, dass hier bei den Notizbüchern meistens so ein Beutelchen dabei ist. Den könnt ihr wiederverwenden, wenn ihr Projekte painted und Zipbeutel zum Beispiel nutzt. Dann könnt ihr die Zipbeutel da rein tun, die Legende da rein tun und lagern. Das ist nämlich ein Verschlussbeutel hier. Total gut. Ja, wir gucken uns mal die Steine genauer an. Wir haben hier... Wir haben hier Strasssteine in etwas größer. Dafür werde ich mein Stefan Flieger Schiffchen nutzen. Ist dafür echt super. Dann haben wir hier AB-Steinchen in weiß. So Perlen, Halbperlen. AB-Steinchen in blau. Was AB-Steinchen sind, wisst ihr doch inzwischen, glaube ich, hoffe ich. Aurora Borealis-Steinchen. Das heißt, die schimmern in allen möglichen Facetten. Dann haben wir hier Strasssteine in gelb. AB-Steinchen in orange. Finde ich total top. Ja, also klasse. Strasssteine in schönem türkisgrün. Türkisblau, wie auch immer. Rot. Für die Haare natürlich nicht. Ja, total toll. Also die Farben sind schon mal sehr verlockend. Und was ihr dann noch beachten müsst bei Notizbüchern, die könnt ihr am Schluss mit Baufahren oder mit Acryllack fixieren. Ich habe von vielen gehört, dass Baufahren wirklich das Beste ist. Das muss ich noch testen. Ich habe noch nie Baufahren benutzt. Aber ihr könnt, wenn ihr das hier, wenn ihr nicht wollt, dass die Steine jeweils abgehen, streicht hier einmal komplett drüber und alles ist geschützt. Wie so eine sanfte Haut wird das dann drüber. Also durchsichtig und alles. Wir haben hier Fläche, die nicht klebt und Fläche, die klebt. Also nur die Haare, überall wo Buchstaben und Zahlen drauf sind, nur das klebt. Der Rest nicht. Schaut euch mal dieses hübsche Gesicht an. Wunderschön. Ja. Also ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich, freue mich, freue mich. Ja, sieht wunderschön aus. Wenn ihr dieses Notizbuch sucht, es ist in der Videobeschreibung direkt ganz oben. Unter den Produkten, die ich hier in dem Video vorstelle. Ja, dann schauen wir mal weiter, was ich hier habe, ne? Also das Notizbuch wird schnell gepaintet werden. Dann haben wir dieses hier. Auch wieder mit Strass. Und nein, es ist keine Vorratsbox mit Dosen oder sonst was. Es ist... Ich zeige es euch. Eine Schmuckbox. Ist die nicht niedlich? Die werde ich aber fürs Diamond Painten nutzen.
Ich werde dort Zubehör reintun. Wachs, Mehrfachsetzer kommen hier rein. Hier kann auch Zubehör rein, da auch. Da kann vielleicht sogar... Ja, nee, ein Stift kann da nicht rein. Aber hier kann Wachs in allen Farben rein. Hier solche Magnete. Ja gut, der passt vielleicht nicht rein, aber so kleinere Magnete passen definitiv rein. Hier zum Beispiel mein Herzchen kann da rein. Ihr könnt Stöpsel von euren Schiffchen da reinlegen. Mein Mann ist gerade sehr laut, ja. Dann könnt ihr... Ich weiß nicht, ob der da reinpasst. Nee, der passt auch nicht rein. Also kleinere Magnete, Wachs, Mehrfachsetzer kann ich hier einstecken zum Beispiel. Oder könnt ihr da reinpacken. Ja, also das wäre auch eine Idee, wenn ihr keinen Schmuck habt, so wie ich zum Beispiel. Ich nutze keinen Schmuck. Von daher werde ich es anderweitig nutzen fürs Diamond Painting. Jo. Ich habe hier dieses Bild ausgesucht. Ich fand es so niedlich, ne? Die V-Ente. Ja, auch hier klebt nur die Fläche, wo die Buchstaben sind. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal genauer an. Hier die Wittelsteine. Was haben wir hier für Steinchen? Oh. Diese hier haben wir dabei. Diese hier. AB-Steinchen in Orange, genauso wie bei Ariel. Strasssteine. Wow. Noch mehr Strass und richtig schöne AB-Steinchen in Blau. Also die Reste davon, von den Steinen, werde ich mir definitiv aufheben. Und ich habe ja schon wieder trockene Haut an den Fingern. Die Reste werde ich mir in Zipptüten aufheben und in meinen Koffer packen. Ich habe ja so einen riesen Koffer mit AB-Steinen. Also da werde ich es aufheben. Niemals AB-Steine wegwerfen. Hebt die euch auf. Ihr könnt die immer für andere Bilder noch nutzen, um sie zu pimpen. Strasssteine packe ich meistens komplett weg. Aber AB-Steine sind mir kostbar. So. Dann machen wir weiter. Ich habe nämlich auch Bilder ausgesucht. Diese beiden. Auch wieder mit Strass mit dabei. Rapunzel. Ich habe dieses Rapunzel-Bild schon in eckig, also mit eckigen Steinen in 40x50. Ihr kennt es ja schon. Und jetzt habe ich es mit Sonderstein und Strass. Wahnsinn. Ja, muss ich noch auslegen, aber es ist wunderschön. Das ist ein Teilbild. Die Steine kommen in die Haare, hier in die Lampe rein. Der Hintergrund ist gedruckt. Und wir gucken jetzt auch mal hier rein. Wir haben hier diese großen Steinchen. Tröpfchenform. Ui. Wir haben diese hier. Wunderschön. Diese. Diese. Ja, Schatz, geht auch ein bisschen leiser. Und das hier, AB-Tröpfchenform. Voll schön. Wahnsinnig schön. Dann haben wir hier Strass. Ganz viel Strass. Nicht wundern, mein Mann ist gerade am Zocken. Soll er auch. Manchmal ist er ein bisschen laut, aber so sind sie, die Männer, ne? Ja, schrei nicht rum, junger Mann. Dankeschön. Wir wickeln das Bild jetzt mal hier ein. Wie gesagt, ich bin im Moment so auf dem Trichter. Ich probiere gerne auch was Neues. Und darunter sind auch Strassbilder. Hauptsache, es glitzert. Warte mal hier. Genau, hier haben wir die Miezekatze. Das ist mal ohne Strass. Aber dafür mit eckigen Steinchen. Die werde ich jetzt nicht komplett auspacken. Und ich werde meinen Mann mal kurz bitten, dass er ein bisschen ruhiger ist. Moment. Der Mann hört mich nicht. Egal, wir machen weiter. Vielleicht hört ihr ihn auch gar nicht. Kann ja auch alles sein. So, hier haben wir die Druckqualität.
Ist auch schon wieder total dunkel hier im Raum, obwohl ich das Licht anhabe. Ich muss demnächst mal wirklich... So, jetzt habe ich den Monitor angemacht, jetzt ist es ein bisschen heller. Fokus. Fokus, genau. Das ist die Druckqualität, sehr klar, alles gut zu lesen. Das Ding ist halt, ja gut, wir haben jetzt hier 20 Farben. 30x40, für dieses Bild hätte ich vielleicht 40x50 genommen. Leider gab es dieses Format in 40x50 nicht. Daher habe ich 30x40 genommen. Es ist ein bisschen verpixelt vom Katzengesicht her. Aber es ist ein Snackbild und deshalb habe ich es genommen. Ich möchte nämlich im Moment ein paar kleine Bilder nebenbei painten. Ich painte im Moment zwei große, sehr große Bilder. Und da tut ein kleines Bild dann auch mal sehr gut. Ja. Die Miezekatze auf dem Baum. Die sitzt hier auf so einem dicken Ast. Und wir gucken uns jetzt mal grob die Steine an. Die sehen super aus, oder? Schön glatt. Da ein paar Löcherchen. Wie ihr wisst, sind bei den günstigen Websites meistens Acrylsteine. Was nicht schlimm ist. Na, also denkt bitte nicht, Acrylsteine wären viel schlechtere Qualität, sondern es sind einfach nur Acrylsteine. Schlechtere Qualität ist es nicht. Ich mache nämlich momentan ein Bild mit Harzsteinen. Wovon ja alle geschwärmt haben, Harzsteine wären super, aber da habe ich komischerweise mehr Ausschuss als bei meinen Acrylsteinbildern. Das ist sehr merkwürdig. Ja, so, das sind die Steinchen. Die Klebekraft testen wir natürlich auch. Okay, die Klebekraft ist sehr gut. Kann ich nicht meckern. Sehr gut. Und das Bild packen wir jetzt auch wieder weg. Und ja, dann sage ich mal vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei Antje, meiner Zuschauerin, die mir den Diamond Dots Kleber geschickt hat. Von meiner Wishlist von Amazon. Habe ich nicht mit gerechnet, aber ich bedanke mich bei dir jetzt hier nochmal ganz persönlich. Vielen lieben Dank. Den werde ich nutzen für Eigenprojekte. Den kann man nämlich nutzen... speziell für freie Diamond Dots Designs entwickelt. Man kann natürlich auch Diamond Painting Designs machen, wie man möchte. Geeignet für Holz, Glas und Metalle und Stoffe. Ihr könnt, das ist hier Port Glue. Port Glue wie auf den Bildern. Ihr nehmt den, streicht den ganz dünn auf, worauf auch immer ihr möchtet. Und dann lasst ihr es trocknen, bis es klar und durchsichtig ist. Und dann ist es Port Glue wie auf den Diamond Paintings. Da könnt ihr dann eure Steine draufkleben, wie ihr möchtet. Dafür ist das super. Deshalb habe ich mir das auf die Wishlist gepackt. Und das ist immer noch eins drauf, was ich brauche. Weil ich brauche sehr viel. Ich möchte ein bestimmtes Projekt demnächst machen. Vielen lieben Dank. Oh, ich bin heute so K.O., ne? Vielen lieben Dank, dass du mir das geholt hast. Wirklich. Das war echt lieb. Ja, ich verabschiede mich aber jetzt. Ich bin sehr, sehr müde. Ich habe ein paar harte Tage hinter mir und vor mir. Aber ich wollte euch halt zeigen, was ich bekommen habe. Ja, ich bedanke mich auch für die ganzen Anteilnahmen. Und es wird die Tage ein Paint with Me geben zum Thema, was mit mir los ist, was hier passiert ist und so. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die mir mein Beileid gewünscht haben. Und es wird die Tage ein Video dazu geben. Ich habe euch ganz doll lieb. Bleibt mir gesund, passt bitte gut auf euch auf. Passt auf eure Liebsten auf und sagt euren Liebsten so oft es geht, dass ihr sie lieb habt, denn das ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Video dann, ne? Ihr Lieben. Tschüss, eure Annie.